Als Herman Melville im September 1891 starb, erinnerten keine ausführlichen Nachrufe in den Zeitungen an den Schriftsteller, durch den für uns aus heutiger Sicht die amerikanische Literatur Weltgeltung erlangt hat. Ganze 3 Zeilen war der New York Times dieses Ereignis wert. Und sie nannte als einziges Werk nicht etwa Moby Dick, auf den sich Melvilles literarischer Ruhm heute vor allem gründet, sondern ein Buch mit dem Titel Typee, das Melville 4,5 Jahrzehnte zuvor fast über Nacht bekannt gemacht hatte. »Ich wachte auf und war berühmt«, erinnert er sich später in einem Brief an diese Zeit. Im Januar des Jahres 1842 musterte der damals 21-Jährige an Bord des Walfängers Acushnet an. Herman Melville war bereits früh dazu gezwungen, sich seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Der Vater, ein wohlhabender Importkaufmann, hatte nach seinem frühen Tod Frau und 8 Kinder verarmt zurückgelassen. So arbeitete Melville in verschiedenen Berufen, als Bankangestellter, Landwirtschaftsgehilfe und Lehrer, bevor er sich zu dem für ihn lebensentscheidenden Schritt entschloss, zur See zu fahren. Es war jedoch nicht nur die pure Verzweiflung, die ihn dazu trieb, ein großer Reisender oder ein großer Redner zu werden. Das waren Melvilles Träume seit der Kinderzeit. Und sein Dienst als einfacher Matrose sollte der bescheidene Anfang dazu sein. Entfacht hatten sein Fernweh und seine Abenteuerlust vermutlich die Erzählungen seines Onkels, der 1804 an einer wissenschaftlichen Weltumsegelung teilgenommen und dabei auch die Südsee besucht hatte. Am 23. Juni 1842 warf die Acushnet Anker in der Bucht von Nukuhiva, einer der 12 Marquesas-Inseln im Pazifik. Die Südseeinseln hatten schon seit Wochen die Fantasie der Besatzung beschäftigt, kursierten doch unter Seeleuten sagenhafte Erzählungen über die paradiesischen Zustände auf den polynesischen Inseln, aber auch Gerüchte über kannibalische Rituale der Einwohner. 2 Wochen nach Ankunft des Walfängers flieht Melville zusammen mit einem Freund von Bord, um der unerträglichen Brutalität auf dem Schiff zu entgehen, doch wohl auch getrieben von unbezwingbarer Neugier. Die Flucht durch die Wälder der Insel erweist sich für beide als Albtraum. In dem unwegsamen Gelände werden sie von tropischen Regenfällen überrascht und leben in beständiger Furcht davor, von der eigenen Besatzung aufgegriffen und bestraft zu werden. Unsicher waren sie sich auch darüber, wie die eingeborene Bevölkerung ihnen begegnen würde. Schließlich finden die beiden Aufnahme bei dem Stamm der berüchtigten Typees, der sich aber als gastfreundlich und hilfsbereit erweist. Ungefähr 4 Wochen wird Melville unter ihnen leben, bevor er die Insel an Bord eines anderen Schiffes verlässt. Über seine Zeit unter den Eingeborenen berichtet Herman Melville in einem Buch, für das er zunächst in den USA keinen Verleger findet. Erst 4 Jahre nach den darin geschilderten Erlebnissen kann es in London erscheinen und wird sofort ein überwältigender Erfolg. Während den amerikanischen Verlegern der Stoff zu exotisch für den eigenen Buchmarkt erschien, war es gerade die Exotik, die das puritanische England faszinierte. Herman Melville entwirft in Typee eine fast vollkommen sorgenfreie Lebensweise unter angenehmen klimatischen Bedingungen, beschreibt die Harmonie im Zusammenleben und die sexuelle Freizügigkeit unter den Eingeborenen. Dies entsprach nicht nur den geheimen Wunschvorstellungen des sittenstrengen 19. Jahrhunderts. Melvilles Bericht zeigte auch eine deutliche Nähe zur zivilisationskritischen Philosophie Jean-Jacques Rousseaus, die starken Einfluss auf die Ideen jener Zeit hatte. Gerade der ungeheure Erfolg von Typee machte jedoch viele Kritiker misstrauisch. Konnte man Melvilles Erzählung trauen? Oder hatte hier nur ein Matrose mit Erzähltalent sein Seemannsgarn geschickt zu vermarkten verstanden? Zweifel an der Glaubwürdigkeit seiner Beschreibung sind auch durchaus angebracht, zumindest was die erzählerische Rahmenhandlung betrifft, in die Melville den Bericht über seinen Aufenthalt unter den Typees einbettet.
Doch die Beschreibung der Bräuche und Lebensweise der Einwohner scheint den Tatsachen entsprochen zu haben. Dies bestätigte zumindest ein Team von amerikanischen Ethnologen, Archäologen und Anthropologen, das in den Jahren 1920-21 die Marquesas-Inseln besuchte und dabei Melvilles Angaben überprüfte. Wer zum ersten Mal in der Südsee ist, staunt meist über das Bild, das die Inseln vom Meere aus gesehen bieten. Nach den verschwommenen Schilderungen ihrer Schönheit, die man uns manchmal gibt, stellen sich viele farbenprächtige, sanft ansteigende Ebenen vor, von erquickenden Hainen beschattet, von murmelnden Bächen bewässert und das ganze Land nur wenig über dem Ozean gelegen, der es umgibt. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Steile Felsenküsten, deren mächtige Klippen die Brandung umtost, ab und zu tiefe Buchten, durch die man einen Blick auf dicht bewaldete Täler erhält, dazwischen die Ausläufer des Gebirges mit ihren üppigen Grasdecken, die sich von dem hohen zerklüfteten Inneren nach dem Meere zu senken. Das sind die charakteristischen Züge dieser Inseln. Gegen Mittag befanden wir uns an der Einfahrt des Hafens, glitten schließlich langsam um die vorspringende Landzunge und liefen in die Bucht von Nuquihiba ein. Keine Schilderung kann einen Begriff ihrer Schönheit vermitteln. Als wir langsam tiefer in die Bucht einfuhren, stießen zahlreiche Kanus von der Küste ab und wir befanden uns bald mitten in einer ganzen Flottille. Die wilden Paddler gaben sich alle Mühe, bei uns an Bord zu kommen, und bei ihren erfolglosen Versuchen rammte einer den anderen. Bei so einem Zusammenstoß verfingen sich manchmal die vorstehenden Ausleger ihrer leichten Boote und die Kanus drohten zu kentern. Dann gab es eine derartig verworrene Szene, dass es jeder Beschreibung spottet. So seltsame Ausrufe und leidenschaftliche Gebärden hatte ich in meinem Leben noch nicht gehört und gesehen. Man musste annehmen, die Insulaner würden einander gleich bei der Gurgel packen, und dabei waren sie nur in aller Freundlichkeit damit beschäftigt, ihre Boote wieder auseinanderzubringen. Zwischen den Kanus sah man hier und da eine Anzahl Kokosnüsse, die alle dicht beieinander in kreisförmigen Gruppen schwammen und mit jeder Welle auf- und niedertauchten. Durch irgendeine unerklärliche Vorrichtung näherten sich diese Kokosnüsse alle stetig dem Schiff. Als ich mich neugierig über die Reling beugte und versuchte, ihre geheimnisvollen Bewegungen zu ergründen, zog eine Masse, die den anderen weit voraus war, meine Aufmerksamkeit auf sich. Im Mittelpunkt war etwas, was ich für nichts anderes als eine Kokosnuss halten konnte, aber es war bestimmt das merkwürdigste Exemplar dieser Frucht, das ich je gesehen hatte. Sie wirbelte und tanzte unter den übrigen ganz seltsam herum, und als sie näher kam, meinte ich, sie hätte eine auffallende Ähnlichkeit mit dem braunen, kahlgeschorenen Schädel eines Wilden. Gleich darauf zeigten sich ein paar Augen, und bald erkannte ich, dass die vermeintliche Kokosnuss nichts anderes als der Kopf eines Insulaners war, der sich dieser originellen Methode bediente, um seine Ware auf den Markt zu bringen. Die Kokosnüsse hingen durch schmale Streifen aneinander, die von der Schale abgerissen und primitiv zusammengeknüpft waren. Ihr Besitzer steckte den Kopf mitten durch sie hindurch und beförderte sein Kokosnusshalsband durchs Wasser, indem er mit den Füßen ausschlug. Ich war ziemlich verwundert, dass unter den vielen Eingeborenen, die uns umgaben, kein einziges weibliches Wesen zu sehen war. Damals war mir noch nicht bekannt, dass durch das Tabu,
allen Frauen und Mädchen die Benutzung des Kanus in jedem Teil der Insel strengstens verboten ist und es schon den Tod für sie bedeutet, wenn man sie auch nur in einem an Land gezogenen Boot antrifft. Eine marquesanische Dame, die zu Wasser reist, bedient sich daher der Ruder ihres eigenen schönen Körpers. Wir hatten uns dem Strand auf etwa 1,5 Meilen genähert, als ein paar Insulaner, denen es inzwischen gelungen war, bei uns an Bord zu klettern, wobei sie leicht ihre Kanus hätten zum Sinken bringen können, unsere Aufmerksamkeit auf eine eigenartige Bewegung im Wasser vor unserem Schiff lenkten. Zuerst glaubte ich, sie rühre von einem Fischschwarm her, der sich an der Oberfläche tummelte. Aber unsere wilden Freude versicherten uns, sie würden von einem Schwarm Winhinis, junger Mädchen, verursacht, die vom Ufer heranschwemmen, um uns zu begrüßen. Als sie näher kamen und ich beobachtete, wie sie sich mit den Wellen hoben und senkten und dabei den rechten Arm, auf dem sie den Tapa-Gürtel trugen, aus dem Wasser hielten, und wie ihr langes, dunkles Haar neben ihnen herfloß, glaubte ich fast, es könnten nur Seejungfrauen sein. Und wie Seejungfrauen benahmen sie sich auch. Wir waren immer noch ein Stück von der Küste entfernt und hatten nur langsame Fahrt, als wir mitten in diese schwimmenden Nymphen hineinsegelten und sie uns von allen Seiten enterten. Viele hielten sich an den Rüsteisen fest und sprangen in die Püttings. Andere griffen auf die Gefahr hin, vom Schiff erfasst zu werden, nach den Wasserstagen, wanden ihre schlanken Gestalten um die Taue und hingen so in der Luft. Zu guter Letzt gelang es allen, an den Schiffswänden hochzukommen, wo sie sich festklammerten. Das Meerwasser lief an ihnen herunter und sie glühten vom Bad. Das Haar, schwarz wie Ebenholz, fiel ihnen über die Schultern und verhüllte halb ihre sonst nackten Gestalten. Dort hingen sie und sprühten vor wilder Lebhaftigkeit, lachten fröhlich übereinander und schwatzten mit unendlichem Vergnügen drauf los. Dabei waren sie nicht müßig, denn eine half der anderen bei der einfachen Toilette. Aus den üppigen Locken, die hochgesteckt und in den kleinsten Raum zusammengedreht waren, drangen sie das Salzwasser, der ganze Körper wurde sorgfältig abgetrocknet, und aus einer kleinen runden Muschel, die von Hand zu Hand ging, mit duftendem Öl gesalbt. Dann schlangen sie ein paar lose Falten weißer Papa an einem bescheidenen Gürtel um die Taille, und damit war ihr Putz beendet. So angetan, zögerten sie nicht länger, sondern schwangen sich leicht über die Reling und tollten bald auf Deck herum. Viele von ihnen gingen nach vorn, setzten sich auf die Galionsreling und liefen aufs Bugspriet hinaus. Andere wiederum machten sich's auf dem Heckbord bequem oder legten sich lang ausgestreckt in die Boote. Welch ein Anblick für uns seefahrende Junggesellen! Wie konnte man einer so schrecklichen Versuchung widerstehen? Denn wer hätte daran gedacht, diese arglosen Geschöpfe über Bord zu werfen, die doch meilenweit geschwommen waren, um uns willkommen zu heißen? Ich betrachtete sie voller Verwunderung. Ihre große Jugend, das helle, reine Braun der Haut, die feinen Züge und unsagbar anmutigen Figuren, die sanft gerundeten Glieder und das freie, ungekünstelte Betragen waren seltsam und schön zugleich. Die Dolly war restlos erobert. Und ich kann wohl sagen, dass niemals ein Schiff von einer kühneren, unwiderstehlicheren Schar geentert worden ist. Da das Schiff einmal genommen war, blieb uns nichts weiter übrig, als uns gefangen zu geben. Und solange die Dolly in der Bucht lag, war sie samt ihrer Besatzung vollkommen in den Händen der Seejungfrauen. Als wir vor Anker gegangen waren, wurde abends das Deck mit Laternen illuminiert und die malerische Sylphidenschar gab, blumengeschmückt und in verschiedenfarbige Tapa-Gewänder gekleidet, einen Ball in ganz großem Stil. Diese Frauen lieben den Tanz leidenschaftlich und in der wilden Grazie und Lebendigkeit ihrer Bewegungen übertreffen sie alles, was ich je gesehen habe. Die abwechslungsreichen Tänze der marquesanischen Mädchen sind vollendet schön, aber es liegt eine
hingebungsvolle Wollust darin, die ich nicht zu beschreiben wage. Die Bucht von Nukihiva, in der wir damals lagen, ist hufeisenförmig. Der Umfang beträgt ungefähr 9 Meilen. Von der See aus gelangt man durch eine enge Einfahrt hinein, die auf beiden Seiten von 2 kleinen Zwillingsinselchen flankiert wird. Von diesen Inseln, die kegelförmig bis zu einer Höhe von etwa 500 Fuß ansteigen, tritt die Küste auf beiden Seiten zurück und beschreibt einen weiten Halbkreis. Vom Ufer her steigt das Land überall gleichmäßig in grünen Hügeln an, bis es von sanft gewellten Hängen und mäßigen Erhebungen unmerklich zu großartigen, majestätischen Bergen emporwächst, deren blaue Umrisse überall das Bild abschließen. Die herrliche Küste wird noch reizvoller durch die tiefen romantischen Schluchten, die sich in fast gleichen Abständen zu ihr herunterziehen. Alle werden offenbar von einem Mittelpunkt ausgestrahlt und sie verlieren sich oben im Schatten der Berge. Durch jedes kleine Tal fließt ein kleiner Bach, der hier und da in einem dünnen Strahl über einen Felsen fällt, dann wieder unsichtbar dahin fließt, bis er in einem größeren, tosenden Wasserfall erneut sichtbar wird und schließlich sittsam zum Meere wandert. Die Häuser der Eingeborenen sind aus gelbem Bambus errichtet, der geschmackvoll in eine Art Flechtwerk zusammengedreht ist und mit den langen, spitz zulaufenden Blättern der Fächerpalme gedeckt. Sie liegen unregelmäßig über diese Täler verstreut unter den schattigen Zweigen der Kokospalmen. Nichts kann die großartige Landschaft dieser Bucht übertreffen. Von unserem Schiff aus gesehen, das in der Mitte der Bucht vor Anker lag, wirkte sie wie ein riesiges natürliches Amphitheater, das in Verfall geraten und mit wildrankenden Pflanzen überwachsen ist. Und die tiefen Schluchten, die sie zerfurchten, sahen aus wie ungeheure, durch die Verwüstungen der Zeit entstandene Risse. Oft, wenn ich versunken diese Schönheit betrachtete, habe ich schmerzlich bedauert, dass eine so zauberhafte Landschaft in fernen Meeren vor aller Welt verborgen ist und nur selten von einem andächtigen Naturfreund erblickt wird. Außer durch diese Bucht ist die Küste der Insel durch mehrere andere tiefe Einschnitte gekerbt, in die breite grünende Täler hinabsteigen. Sie werden von ebenso vielen selbstständigen wilden Stämmen bewohnt, die zwar verwandte Dialekte einer gemeinsamen Sprache sprechen und dieselbe Religion und Gesetzgebung haben, aber seit undenklichen Zeiten in Erbfeindschaft miteinander leben. Die trennenden Berge, die meist 2.000 bis 3.000 Fuß über den Meeresspiegel ansteigen, bilden die geografischen Grenzen der feindlichen Stammesgebiete und werden, außer auf Kriegs- oder Beutezügen, niemals überschritten.
Nukuhiva, benachbart und nur durch die Berge, die man vom Hafen aus sieht, von ihm getrennt, ist das liebliche Happartal, dessen Bewohner die freundlichsten Beziehungen zu denen von Nukuhiva unterhalten. Auf der anderen Seite von Happa schließt sich unmittelbar das herrliche Tal der gefürchteten Taipis an, der unversöhnlichen Feinde der beiden Stämme. Diese berühmten Krieger scheinen den anderen Insulanern unsagbaren Schrecken einzuflößen. Schon ihr Name ist fürchterlich, denn das Wort Taipi bezeichnet in der markesanischen Sprache jemand, der gern Menschenfleisch isst. Es ist einigermaßen merkwürdig, dass man nur ihnen diesen Namen verliehen hat, denn die Eingeborenen der ganzen Gruppe sind unverbesserliche Kannibalen. Vielleicht wurde der Stamm so genannt, um seine besondere Wildheit zu kennzeichnen und ihm gleichzeitig einen Schimpf anzutun. Die Taipis genießen einen ungeheuren Ruf auf allen Inseln. Die Eingeborenen von Nukuhiva schilderten unserer Schiffsmannschaft oft mit lebhaften Gebärden ihre schrecklichen Taten und zeigten die Narben der Wunden, die sie in verzweifelten Kämpfen mit ihnen empfangen hatten. Wenn wir an Land waren, versuchten sie uns zu erschrecken, indem sie auf einen ihrer eigenen Leute wiesen und ihn Taipi nannten, und wunderten sich nicht wenig, dass wir bei einer so schrecklichen Mitteilung nicht augenblicklich Fersengeld gaben. Es war höchst ergötzlich zu beobachten, mit welchem Ernst sie alle kannibalischen Neigungen ihrerseits ableugneten, während sie ihre Feinde, die Taipis, bezichtigten, sie hätten von jeher Menschenfleisch als einen Leckerbissen betrachtet. In der Nähe der einen Talwand, ungefähr auf halber Höhe eines ziemlich steilen Hügels mit üppigem, wogendem Grün, hatte man eine Anzahl großer Steine in mehreren Schichten fast 8 Fuß hoch aufeinander getürmt und so angeordnet, dass die ebene Oberfläche dem Grundriss der Hütte entsprach, die darauf errichtet war. Auf der höchsten Stelle dieses Steinhaufens, den die Eingeborenen Pai Pai nennen, war eine schmale Fläche vor dem Haus freigelassen und mit einem kleinen Rohrzaun umgeben worden, so dass sie einer Veranda glich. Das Gerüst des Hauses bestand aus großen, senkrecht eingerammten Bambusstangen. In gewissen Abständen wurden sie durch Querstäbe aus leichtem Eibischholz zusammengehalten, die mit Bastriemen befestigt waren. Die Rückwand des Hauses, aus mehreren Reihen aufeinandergebundener Kokospalmzweige, deren Blättchen man kunstvoll verflochten hatte, stand etwas schief am äußersten Ende des Pai Pai und war ungefähr 20 Fuß hoch. Von dort fiel das schräge Dach steil ab und endete vorn etwa 5 Fuß über dem Steinfundament. Es war mit langen, spitz zulaufenden Palmblättern gedeckt und die Dachrinnen ragten mit quastenförmigen Anhängseln über die Vorderfront der Hütte hinaus.
Diese wurde von einem offenen Gitterwerk aus leichtem, feinem Rohr gebildet, das geschmackvoll mit bunten Bastschnüren verziert war, die es zusammenhielten. Die Seitenwände waren ähnlich gebaut. So standen 3/4 des Hauses für den Durchzug der Luft offen. Das Ganze aber ließ den Regen nicht durch. Dieses malerische Gebäude war vielleicht 12 Ellen lang und nicht tiefer als 12 Fuß. So viel über das Äußere. Mit seinen Wänden aus drahtartigem Rohrgeflecht erinnerte es mich stark an einen Vogelkäfig. Man musste sich etwas bücken, um durch eine enge Öffnung an der Vorderseite hineinzugelangen. Der Tür gegenüber lagen 2 lange, vollkommen gerade, schön polierte Kokospalmstämme, die durch die ganze Wohnung hindurchgingen. Einer lag dicht an der Rückwand und der andere parallel dazu in etwa 2 Ellen Abstand. Der Raum dazwischen aber war mit vielen bunten Matten bedeckt, die fast alle verschiedene Muster zeigten. Das war die gemeinsame Schlaf- und Ruhestätte der Eingeborenen und verrichtete den gleichen Zweck wie der Divan in orientalischen Ländern. Hier schlummerten sie während der Nacht und genossen den größten Teil des Tages ihre Muße. Der übrige Fußboden zeigte nur die kühle, glänzende Oberfläche der großen Steine, aus denen der Pai Pai bestand. Vom Hahnenbalken des Hauses hingen eine Anzahl großer Pakete herab, die in grobe Tapa eingewickelt waren. Einige enthielten Festgewänder und verschiedene andere Kleidungsstücke, die sie besonders schätzten. Sie waren leicht zugänglich. Mit Hilfe eines Strickes, der über den Balken lief und mit dem einen Ende an dem Bündel und mit dem anderen an der Wand festgemacht war, konnte man sie nach Belieben herunterlassen oder hochziehen. An der Rückwand des Hauses waren in geschmackvollen Figuren allerlei Speere, Wurfspieße und anderes barbarisches Kriegsgerät angeordnet. Außerhalb der Hütte stand vorn auf der Veranda ein kleiner Schuppen, der als Vorratsraum oder Speisekammer benutzt wurde. Dort bewahrte man verschiedene häusliche Gebrauchsgegenstände auf. Ein paar Schritt vom Pai Pai entfernt befand sich ein großer Schuppen aus Kokospalmzweigen, wo man das Poi Poi zubereitete und alle anderen Küchenarbeiten verrichtete. So viel über das Haus und sein Zubehör. Und man wird ohne weiteres zugeben, dass sich keine bequemere, passendere Wohnung für dieses Klima und die Menschen denken lässt. Sie war kühl, peinlich sauber, hielt die Feuchtigkeit und den Schmutz des Bodens fern und ließ der Luft freien Zutritt. Mitten im Walde lag der heilige Hula-Hula-Grund, der den fantastischen religiösen Festen dieses Volkes vorbehalten war. Ein großer, langer Pai Pai wurde an 2 Seiten von hohen terrassenförmigen Altären abgeschlossen. Die Reihen scheußlicher, hölzerner Götzenbilder beschützten und an den 2 anderen Seiten von Bambushütten flankiert, die sich nach innen öffneten. In dem so eingefriedeten Rechteck standen riesige Bäume, die dunkle Schatten warfen. Um ihre mächtigen Stämme hatte man leichte Plattformen gebaut, die einige Fuß über den Boden erhöht und mit Rohr umzäunt waren. Einfache Kanzeln, von denen die Priester zu ihren Gläubigen sprechen konnten. Dieser heiligste Ort war durch die strengsten Gesetze des alles beherrschenden Tabu vor Entweihung geschützt. Jede Frau hatte das Leben verwirkt, wenn sie frevelhaft den geweihten Bezirk betrat oder auch nur mit den Füßen den Boden berührte, der durch seinen Schatten geheiligt wurde. In die Einfriedigung gelangte man durch einen laubenähnlichen Eingang an der einen Seite. Ihm gegenüber wuchsen eine Anzahl hoher Kokospalmen, die in regelmäßigen Abständen am Rande einer ebenen Fläche von 100 Schritt Länge angepflanzt waren. Am Ende dieser Baumreihe sah man ein Gebäude von beträchtlicher Größe, das den Priestern und religiösen Wächtern der Haine zur Wohnung diente. In seiner Nähe lag noch ein bemerkenswerter Bau. Wie gewöhnlich auf einem Pai-Pai-Fundament errichtet, war er mindestens 200 Fuß lang, wenn auch nicht über 20 breit. Vorn war er vollständig offen
und von dem einen Ende zum anderen lief eine schmale Veranda, die am Schluss des Paipai von einem Rohrzaun eingefasst wurde. Das Innere sah aus wie eine ungeheure Ruhestätte. Der ganze Boden war mit mehreren Schichten Matten bedeckt, die zwischen parallelen Kokospalmstämmen lagen, den geradesten und ebenmäßigsten, die das Tal besaß. Zu diesem Gebäude, das in der Sprache der Eingeborenen Tai hieß, führte uns jetzt Mehevi. Bis dahin hatte uns eine Schar Eingeborener beiderlei Geschlechts begleitet, aber sobald wir in die Nähe kamen, lösten sich die Frauen allmählich aus der Menge, blieben stehen und ließen uns weitergehen. Die unbarmherzigen Verbote des Tabu erstreckten sich auch auf dieses Haus und wurden durch die gleiche schreckliche Strafe erzwungen, die den Hula-Hula-Grund vor der angeblichen Befleckung sicherte, die die Gegenwart einer Frau mit sich bringen sollte. Beim Eintritt in das Haus sah ich zu meiner Überraschung 6 Musketen gegen die eine Bambuswand lehnen. An jedem Lauf hing ein Segeltuchbeutel mit Pulver. Um diese Musketen waren vielerlei primitive Speere, Wurfspieße, Ruder und Kriegskeulen angeordnet, wie die Hirschfänger, die das Schott der Kajüte eines Kriegsschiffes schmücken. Als wir weiter in das Gebäude hineinkamen, fielen uns 4 oder 5 hässliche alte Kerle auf. Zeit und Tätowierungskunst schienen auf ihren hinfälligen Gestalten jeden menschlichen Zug verwischt zu haben. Mit dem Tätowieren hört man bei den Kriegern der Insel erst dann auf, wenn alle Figuren, die in der Jugend bequem auf dem Körper Platz haben, miteinander verschmelzen, was indessen nur im hohen Alter geschieht. Und so waren diese Männer einförmig dunkelgrün gefärbt, eine Tönung, die bei Tätowierten, wenn sie älter werden, üblich ist. Ihre Haut hatte ein hässliches, schuppenartiges Aussehen angenommen, das bei der eigenartigen Farbe an verstaubte Patina erinnerte. Das Fleisch hing stellenweise in mächtigen Falten an ihnen herunter, wie an den Flanken eines Rhinozerosses. Ihre Köpfe waren völlig kahl, die Gesichter von 1000 Runzeln durchfurcht und ohne die Spur von einem Bart. Aber das Merkwürdigste an ihnen waren die Füße. Die Zehen wiesen wie die Striche auf dem Kompass nach allen Himmelsrichtungen. Zweifellos war dies darauf zurückzuführen, dass die besagten Zehen während ihrer nahezu 100-jährigen Existenz niemals einem künstlichen Zwang unterworfen waren und einer zu engen Nachbarschaft abgeneigt, im hohen Alter die offene Formation bevorzugten. Rolf Boysen liest aus Herman Melvilles Südsee-Impressionen Taipi aus dem Jahr 1842. Nachdem Melville zusammen mit einem Freund von Bord des Walfängers Ekashnit auf die Marquesas-Inseln Nukuhiva geflohen ist, finden sie Aufnahme beim Stamm der Taipi. Die als grausame Menschenfresser gefürchteten Taipi erweisen sich ihnen gegenüber jedoch als außerordentlich gastfreundlich. Herman Melvilles Aufzeichnungen über diese Wochen unter den Eingeborenen, die er später veröffentlichte, dienten zahlreichen Wissenschaftlern als ethnologisches Quellenmaterial.
und brachten ihm in der Öffentlichkeit den spektakulären Beinamen »Der Mann, der unter den Kannibalen gelebt hat« ein. Nirgends zeigte sich der gesellige, freundliche Charakter der Taipis eindrucksvoller als bei ihren großen Fischzügen. Viermal während meines Aufenthaltes in dem Tal versammelten sich die jungen Männer um die Vollmondzeit und gingen zusammen auf den Fischfang. Da sie für gewöhnlich 48 Stunden abwesend waren, folgerte ich, dass sie von der Bucht ein Stück ins offene Meer hinausfuhren. Die Polynesier brauchen selten die Angel, sondern verwenden fast immer große, gut gearbeitete Netze, die sehr kunstvoll aus den gedrehten Fasern einer bestimmten Baumrinde angefertigt sind. Ich habe mir ein paar davon, die auf dem Strand von Nukuhiva zum Trocknen ausgebreitet waren, genau angesehen. Sie sind unseren eigenen Schleppnetzen sehr ähnlich und ich möchte annehmen, dass sie beinahe ebenso haltbar sind. Alle Südseeinsulaner, besonders aber die Taipis, essen leidenschaftlich gern Fisch. Ich konnte daher nicht verstehen, warum sie ihn so selten in ihren Gewässern fingen. Denn nur zu bestimmten Zeiten unternahmen sie Fischzüge und dieses Ereignis wurde stets mit großer Spannung erwartet. Solange die jungen Männer fort waren, fieberte die ganze Bevölkerung des Ortes vor Aufregung und man sprach von nichts weiter als von Pihi, Pihi, Fisch, Fisch. Um die Zeit, wo man sie zurückerwartete, trat der Lauttelegraph in Tätigkeit. Die Bewohner, die über die ganze Länge des Tales verstreut lebten, stiegen auf Felsen und Bäume und jubelten vor Begeisterung bei dem Gedanken an das bevorstehende Festessen. Sobald das Nahen der Boote angekündigt wurde, liefen die Männer alle zum Strand. Nur einige blieben in der Nähe des Teichs, um alles für den Empfang der Fische fertig zu machen, die in ungeheuren Blätterbündeln nach den Tabuhainen gebracht wurden. Jedes hing an einer Stange, die zwei Männer auf den Schultern trugen. Bei einer dieser Gelegenheiten war ich gerade im Tai und erlebte ein sehr interessantes Schauspiel. Als alle Bündel angekommen waren, wurden sie in einer Reihe unter der Veranda des Gebäudes niedergelegt und geöffnet. Die Fische waren ziemlich klein, ungefähr von der Größe eines Herings, und schillerten in allen erdenklichen Farben. Etwa ein Achtel der ganzen Beute wurde für den Tai selbst zurückbehalten, der Rest in zahlreiche kleinere Pakete aufgeteilt, die sofort nach allen Richtungen bis in die entferntesten Winkel des Tales abgesandt wurden. Wenn sie ihren Bestimmungsort erreicht hatten, wurden sie gleichmäßig auf die einzelnen Häuser eines jeden besonderen Gebietes verteilt. Die Fische standen unter strengem Tabu, bis sie verteilt waren, was anscheinend ganz unparteiisch vor sich ging. Auf diese Weise konnten alle Männer, Frauen und Kinder des Tals zur selben Zeit ihre Lieblingsspeise genießen. Ich erinnere mich, dass die Fische einmal um Mitternacht zurückkehrten. Aber selbst zu dieser ungelegenen Zeit warteten die Insulaner so ungeduldig wie immer. Man sah die Boten, die vom Tai abgesandt waren, nach allen Richtungen durch die tiefen Wälder eilen. Stets ging ihnen ein Knabe voran und leuchtete mit einer brennenden Fackel aus getrockneten Kokospalmzweigen, die ab und zu mit Reisig, das auf dem Pfad lag, neu aufgefüllt wurde. Das fantastische Licht dieser riesigen Fackeln, die mit überraschender Helligkeit die innersten Winkel des Tals aufleuchten ließen und sich schnell unter dem Blätterbaldachin fortbewegten, das wilde Geschrei der aufgeregten Boten, das ihr Kommen ankündigte und von allen Seiten beantwortet wurde, und der seltsame Anblick ihrer nackten Körper, die sich von dem düsteren Hintergrund abhoben, machten auf mich einen Eindruck, den ich nicht so bald vergessen werde. Bei eben diesem Fischzug weckte mich Kurikuri mitten in der Nacht und meldete mir in einer Art Verzückung die Nachricht mit den Worten »Pihi Perni«, »Fisch kommt«. Da ich gerade in einem festen, erquickenden Schlaf gelegen hatte, konnte ich mir nicht vorstellen, warum die Mitteilung nicht noch am Morgen zurechtkam. Am liebsten wäre ich wütend geworden und hätte meinem Diener eine Kopfnuss verabreicht. Ich besann mich aber eines Besseren, stand ruhig auf, und als ich aus dem Haus trat, fesselten mich die Lichteffekte der wandernden Fackeln ungemein. Als der alte Mahayo seinen Anteil an der Beute erhielt, traf der Haushalt sofort Vorbereitungen für ein mitternächtliches Gelage.
Die Kalebassen wurden bis zum Rand mit Poi Poi gefüllt, grüne Brotfrüchte geröstet und ein riesiger Amar-Kuchen mit einem Bambusspan in Scheiben geschnitten und auf einem großen Bananenblatt serviert. Bei diesem nächtlichen Mahl leuchteten uns junge Mädchen mit den Kerzen ihres Landes, die sie in den Händen hielten. Diese Lichter sind sehr sinnreich gemacht. Im Tal wächst eine Nussart in großen Mengen, die bei den Taipis Amor heißt und unserer Rosskastanie sehr ähnlich ist. Die Schale knackt man auf und holt den Kern ganz heraus. Dann reibt man eine beliebige Zahl Kerne auf die lange, elastische Mittelrippe eines Kokospalmblattes. Manche dieser Kerzen sind 8 bis 10 Fuß lang, aber da sie völlig biegsam sind, kann man das eine Ende, das man in der Hand hält, aufrollen. Das andere wird angezündet. Die Nuss brennt mit einer flackernden, bläulichen Flamme. Und das Öl, das sie enthält, ist ungefähr in 10 Minuten verbraucht. Wenn die eine Nuss abbrennt, entzündet sich die nächste. Und die Asche wird in eine bereitgehaltene Kokosnussschale abgestoßen. Diese primitive Kerze muss ständig beobachtet und in der Hand gehalten werden. Die Person, die damit beschäftigt ist, misst die Zeit nach der Zahl der abgebrannten Nüsse, die sich leicht feststellen lässt, wenn man die in regelmäßigen Abständen über den Faden verteilten Tapa-Stücke zählt. Ich muss leider eine betrübliche Tatsache melden. Die Bewohner von Taipei verzehrten Fisch ungefähr in derselben Weise, wie ein zivilisiertes Wesen Radieschen isst, ohne weitere Zubereitungen. Sie verspeisen ihn roh mit Schuppen, Gräten, Kiemen und Eingeweiden. Der Fisch wird beim Schwanz gepackt, der Kopf in den Mund geschoben und schon verschwindet das Tier mit einer Geschwindigkeit, dass man annehmen sollte, es rutsche ganz durch den Schlund. Wenn du in Rom bist, dann benimm dich wie die Römer. Dieses Sprichwort hielt ich für so gut, dass ich darauf bedacht war, mich in Taipei wie die Taipis zu benehmen. So aß ich Poi Poi auf ihre Art. Ich lief in einer auffallend schlichten Tracht herum, schlief auf dem Gemeinschaftslager und richtete mich noch in vielen Dingen nach ihren eigentümlichen Sitten. Aber ich ging auf dem Wege der Anpassung nicht weiter, als dass ich bei mehreren Gelegenheiten rohe Fische aß. Da sie besonders zart und ganz klein waren, fand ich das Unternehmen im Grunde gar nicht so übel, und nach ein paar Versuchen gewann ich tatsächlich Geschmack daran. Freilich unterzog ich die Fische, bevor ich sie mir einverleibte, einer kleinen Operation mit dem Messer. Mama.
Auf einer Gesellschaft marquesanischer Eingeborener liefert das Wetter keinen Gesprächsstoff. Es ändert sich kaum. Freilich bringt die Regenzeit häufige Schauer, aber sie dauern nicht lange und sind erfrischend. Wenn ein Insulaner einen Ausflug machen will und morgens von seinem Lager aufsteht, guckt er nicht besorgt nach draußen, wie der Himmel aussieht, und er stellt auch nicht fest, woher der Wind weht. Er kann sich stets darauf verlassen, dass es ein schöner Tag wird, und ein paar wohltuende Schauer sind ihm willkommen. Es gibt niemals ungewöhnliches Wetter auf der Insel, wie es sich seit unvordenklichen Zeiten in Amerika immer wieder zuträgt und trotzdem noch mit Ausrufen der Verwunderung von den älteren Leuten besprochen wird. Es gibt auch keinen plötzlichen Wetterumschwung, wie er uns mitunter überrascht. Im Taipei-Tal lässt nie plötzlicher Frost eine Schale Eiscreme weniger wünschenswert erscheinen, und man braucht kein Picknick wegen eines unerwarteten Schneesturms abzusagen. Denn dort folgt ein Tag dem anderen in einem ewigen, sonnigen Sommerreigen, und das ganze Jahr ist ein langer, tropischer Juni, der gerade in den Juli übergeht. Dieses freundliche Klima lässt die Kokosnüsse so prächtig gedeihen. Die unschätzbare Frucht, die auf dem reichen Boden der Marquesas zu höchster Vollendung gelangt und hoch oben auf einer herrlichen, mehr als 100 Fuß hohen Säule wächst, scheint zunächst für den schlichten Eingeborenen fast unerreichbar. Tatsächlich stellt der schlanke, glatte, hochstrebende Stamm, der keinen einzigen Ast oder Vorsprung als Hilfe beim Klettern bietet, ein Hindernis dar, wie es nur die überraschende Behendigkeit und Erfindungsgabe der Insulaner zu überwinden vermag. Man könnte annehmen, dass ihre Trägheit sie geduldig auf die Zeit warten ließe, wenn sich die reifen Nüsse langsam von den Stielen lösen und zur Erde fallen. Das wäre auch bestimmt der Fall, wenn sie nicht gerade die junge Frucht besonders schätzten. Sie ist in eine weiche grüne Schale eingeschlossen, die an ihren Seiten das im Entstehen begriffene Fleisch in einem gallertartigen Häutchen hängen hat und einen Becher des köstlichsten Nektars enthält. Die Taipis haben mindestens 20 verschiedene Bezeichnungen, um ebenso viele aufeinanderfolgende Stadien im Wachstum der Nuss zu bezeichnen. Viele von ihnen mögen die Frucht überhaupt nur in einem bestimmten Reifezustand. Und so unglaublich das klingen mag, sie schienen ihn bis auf die Stunde genau bestimmen zu können. Andere sind noch größere Feinschmecker. Sie sammeln einen Haufen Nüsse jeden Alters, zapfen sie kunstgerecht an und probieren ein Schlückchen von der einen und dann von der anderen, so mäkelig wie ein wählerischer Weintrinker, der das Glas in der Hand unter seinen verstaubten Korbflaschen verschiedene Jahrgänge kostet. Manche jungen Männer mit gelenkigeren Gestalten und vielleicht auch mutigeren Seelen als ihre Kameraden liefen den Stamm der Kokospalme auf eine Weise hinauf, die mir ans Wunderbare zu grenzen schien. Und wenn ich ihnen dabei zuschaute, überkam mich dieselbe merkwürdige Verwunderung, die ein Kind empfindet, wenn es eine Fliege mit den Füßen zu oberst die Decke entlang kriechen sieht. Ich will zu beschreiben versuchen, wie Narni, ein edler junger Häuptling, dieses Kunststück manchmal zu meinem besonderen Vergnügen ausführte. Doch muss ich auch das vorangehende Schauspiel schildern. Wenn ich ihm den Wunsch äußerte, er solle mir die junge Frucht eines besonderen Baumes herunterholen, nahm er plötzlich eine ganz erstaunte Haltung an und heuchelte Überraschung, dass ich von ihm etwas so Törichtes erbat. In dieser Stellung verharrt er einen Augenblick, dann aber mildert sich sein seltsamer Gesichtsausdruck und er spielt komisch den Bereitwilligen. Bekümmert schaut er zu der büschelförmigen Baumkrone hinauf, stellt sich auf die Zehenspitzen, reckt den Hals und hebt die Arme, als wolle er versuchen, die Frucht vom Boden aus zu erreichen. Wie ein Kind, dem ein Unternehmen misslungen ist, sinkt er jetzt enttäuscht zur Erde und schlägt sich die Brust in gut gespielter Verzweiflung. Dann springt er plötzlich auf, wirft den Kopf zurück und hebt beide Hände wie ein Schuljunge, der einen herabfallenden Ball auffangen will. Wenn er ein paar Augenblicke so dagestanden hat,
als ob er erwarte, dass ihm ein guter Geist in dem Baumwipfel die Früchte herunterwerfen würde, kehrt er sich in einem neuen Verzweiflungsanfall wild um und jagt 30 oder 40 Schritte weit weg. Hier bleibt er eine Weile stehen und betrachtet die Palme, ein Bild des Jammers. Aber in der nächsten Minute scheint ihm die Eingebung blitzartig zu kommen. Er läuft nach dem Baum, schlingt beide Arme um den Stamm, den einen etwas höher als den anderen, stemmt die Fußsohlen dicht nebeneinander gegen den Baum, streckt die Beine, bis sie fast waagerecht liegen und sein Körper einen Bogen bildet. Dann steigt er, eine Hand über der anderen und Fuß auf Fuß, mit stetiger Geschwindigkeit empor. Und fast ehe man sich's versieht, ist er in dem geschützten, schaukelnden Nest der Nüsse angekommen und wirft die Früchte jauchzend auf die Erde herunter. Diese Art, einen Baum hinaufzulaufen, ist nur möglich, wo der Stamm beträchtlich von der senkrechten abweicht. Das ist aber fast immer der Fall. Manche völlig gerade gewachsenen Baumstämme neigen sich in einem Winkel von 30 Grad. Weniger gewandte Männer und viele Kinder des Tales haben eine andere Methode des Kletterns. Sie nehmen ein breites, haltbares Stück Rinde und befestigen beide Enden an ihren Knöcheln, sodass die derart gefesselten Füße, wenn man sie spreizt, nur einen Zwischenraum von etwa 12 Zoll lassen. Diese Vorrichtung erleichtert das Steigen sehr. Das Band, das gegen den Baum gepresst wird und ihn eng umschließt, ist eine ziemlich feste Stütze. Nun umschlingen die Arme den Stamm, die Füße, die dem Körper Halt geben, werden jedes Mal fast eine Elle emporgezogen. Und gleich darauf greifen die Hände entsprechend höher. Ich habe kleine Kinder, kaum 5 Jahre alt, auf diese Art furchtlos den schlanken Stamm einer jungen Kokospalme hinaufklettern sehen. Und wenn sie vielleicht 50 Fuß über dem Boden hingen, klatschten ihnen ihre Eltern unten Beifall und ermutigten sie, noch höher zu steigen. Als ich zum ersten Mal eine solche Vorführung sah, fragte ich mich, was wohl in Amerika und England die ängstlichen Mütter zu einer ähnlichen Mutprobe ihrer Kinder sagen würden. Die Spartaner hätten sie vielleicht gut geheißen, aber die meisten modernen Frauen wären bei dem Anblick wohl hysterisch geworden.